Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir sind jetzt weiter, wir sind immer noch in dem Gespräch mit Odim. Und mal gucken, ob wir rausfinden, was er eigentlich gegen die Familie hat. Unsinn. Ich habe meinen Bruder nie beneidet. Natürlich hast du. Er war ein leuchtendes Vorbild. Olgierd war schneller, treffsicherer, stärker. Olgierd konnte vor dir lesen, obwohl du dir jede Mühe gegeben hast, ihn zu schlagen. Später konnte er jedes Mädchen haben, während du dich mit den Resten begnügen musstest. Shami, es tut mir leid, dass du dir das anhören musst. Hör auf, dir was vorzumachen. Shani ist nicht deinetwegen hier, sondern wegen Geralt. Selbst im Tod spielst du noch den Nachahmer. Oh, und noch was. Olgierd ist ein viel besserer Tänzer. Du räudiger Hundesohn! Er ist mein Bruder! Ich habe ihn geliebt! Die Frage ist, ob du ihm genauso viel bedeutet hast, wie er dir. Dank ihm bin ich ein Held. In meiner letzten Schlacht war ich alles andere als tapfer. 5 Angreifer kamen auf mich zu und ich floh. Ich versteckte mich in einem Keller, aber sie fanden mich, umzingelten mich wie eine Ratte. Olgierd hat jedoch jedem erzählt, dass ich alle 5 mit einem Hieb getötet hätte. Ich frage mich, woher du das alles weißt. Olgierd besucht mein Grab, oft. Vergießt einen Becher für mich, schüttet sich zu und redet über alte Zeiten. Er sieht mich nicht, aber ich verstehe jedes Wort. Nun, vielleicht sagt er irgendwann etwas sehr Überraschendes. Worauf willst du hinaus? Ich werde euch nicht länger belästigen. Genießt eure Zeit, denn Zeit ist kostbar. Shani, es tut mir leid, ich... Schon gut, das war... Ach, vergiss ihn. Wir sind hier, um Spaß zu haben, richtig? Komm, die Nacht ist noch jung. Tja, dann geht's mal weiter. Nicht ein Wort davon ist wahr. Kümmere dich nicht. Olgierd war nicht nur mein Bruder, er war auch mein bester Freund. Lass gut sein. Ich glaube dir. Amüsiere dich wieder. Die Zeit wird nicht. Wir müssen irgendwie nach oben kommen, weil der Pfeil für das Quest-Symbol zeigt nach oben, aber wie komme ich denn da hoch? Vielleicht von außen? Mal gucken, mal von außen. Ja, ich muss irgendwie da hoch. Von all diesen Blumen bist du, meine Liebe, die herrlichste. Du verwechselst mich wohl, junger Mann. Durchaus nicht. Ich mag meine Frauen wie meine Pfirsiche. Flauschig und ausgereift. Jetzt reicht's. Du bist besoffen und spitz. Daraus ist noch nie was Gutes entstanden. Macht echt alle an, auch die Alten. Wie sieht's denn aus? Nimmst du mal die Leiter, oder? Schau mal da, Schatz. Die Leiter lädt geradezu ein, nach oben zu huschen, wo wir zwei uns austauschen. Dann lass uns mal huschen. Aber wie jetzt? Einfach so? Fällt dir einer? Setzen wir uns. Komm. Einfach so? Der Bote des Königs hat Zottel mitgenommen und die Kinder haben gewartet. Ich bin ganz froh. Was in der Taverne? Worüber sollen wir reden? Ich meine, uns austauschen. Nun, letzten Endes. Ja. Weißt du, die Sache ist die... Komm schon, ich spuck's aus. Ich... Ja, das habe ich mir gedacht. Komm, wir sollten zurückgehen. Aber was erwartest du denn? Du hast mich eingeschüchtert. Große Klappe, nichts dahinter. Ich hatte bisher nur mit einfachen Meiden zu tun. Du hingegen bist Chirurgin. Dich nicht einfach zu nehmen, war die richtige Entscheidung. Und nun, es auf dem romantischen Weg zu versuchen, auch. Aha, verstehe. Komm jetzt, wir sind hier, um uns zu amüsieren. Also sollten wir das tun, auf romantische Art. Mal schauen, was hier in der Mitte gibt. Ist hier. Das ist sicher. Braucht ihr Hilfe?
Shani, Liebling, ach, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Unsere einzige Tochter heiratet und es sollte ein rauschendes Fest werden. Wir haben einen echten Feuerschlucker gebucht. Du weißt schon, Luder, Schluck, Brutzel, Brutzel. Oh, solcherlei Schabernack sah ich nie. Furchtbar teuer, Vergnügungen dieser Art. Er ist extra aus Novigrad angereist. Aber bei unserer Tochter geizen wir nicht. Oh nein, die Schwiegereltern halten uns für arme Schlucker. Denen werden wir es zeigen. Oder auch nicht. Jedenfalls ist unser Feuerschlucker selbst wie vom Erdboden verschluckt. Der Hund des Bräutigams hat ihn verjagt. Dieser verdammte Satan, das ist genau der richtige Name. Beruhige dich, Schatz. Wir haben ja jetzt einen Hexer hier. Vielleicht kann er uns helfen. Bevor ich meine Hexer-Investigationen unternehmen kann, bedarf ich aller Informationen. So teilt mir alles mit, was ihr wisst. Also, der Feuerschlucker ist mittags hier eingetroffen, hat sich satt gegessen, an Speisen, nicht an Feuer, und ging dann spazieren, um Gase abzulassen, wie er sagte. Da hat dieses Hundemonster ihn gesehen und ist aus der Haut gefahren. Weswegen? Keine Ahnung. Er mochte den Mann nicht oder misstraute ihm. Vielleicht, weil er Feuer schluckt. Tiere fürchten Feuer. In Furcht wäre er geflohen und hätte nicht angegriffen. Er weiß das schon bei einem dummen Hund. Er hat die Kette gesprengt und den Feuerschlucker in den Wald gejagt. Dumm oder nicht, er ist der geliebte Hund unseres Schwiegersohns. Wehe, wenn der abhanden kommt. Banget nicht. Der Hexer, das bin ich, wird den Schlucker heißer Dinge finden. Oh, das ist sehr freundlich. Aber wir wissen nicht, wo man suchen muss. Einerlei. Hexer, das sind wir, haben ihre Methoden. Wie sah der Funkenfresser aus? Er trug eine Narrenkappe, wie üblich. Daran müsstest du ihn erkennen. Ich werde ihn finden. Wir danken dir und drücken die Daumen. Wirklich lieb von dir, ihnen helfen zu wollen. Aber bist du sicher, dass du das kannst? Du bist kein Hexer, Wladimir. Ich will versuchen, diesen Magier zu finden, ja? Aber du darfst mir nicht helfen. Ich muss es alleine tun. Das wird sicher ein großer Spaß. Na schön. Du musst das nicht tun. Aber an deiner Stelle würde ich der Hundefährte folgen. So als Idee. Fantastischer Rat. Den befolge ich. Shani, Wladimir und ich müssen den Feuerschlucker finden. Wenn wir bis Mitternacht noch nicht zurück sind... Entspann dich. Ihr seid im Handumdrehen wieder da. Ich glaub an euch. Halali! Das Abenteuer ruft. Am Ende, wird er tot sein, der Feuer schlucken, und wir müssen das Feuer schlucken. Diese Ritter schon wieder? Vom Orden lieber gesetzlos? Verfluchte Schweinehunde, die sind überall. Das sind wirklich Hundespitzen, aber so klein. Nach der Hütte zu schließen, ist Satan der reinste Ochse. Aber Bettler können nicht mehr so sauber abgeschollt, wie ich es nur zweimal erlebt habe. Einer lag in einem Ameisenhaufen, der andere gehörte zu einem Hähnchen und ich hatte eine Woche nichts gegessen. Der Hund hat die Kette von der Wand gerissen, war wohl ausgehungert. Oder der Aschennascher hat ihn wirklich wild gemacht. Sein Napf ist kaputt. Hat er den gleich mitfressen wollen? Dummer Köter. Ach so, und Shani kommt mit, oder was? Du verfolgst jetzt einen Hund? So hatte ich mir die Hochzeit eigentlich nicht vorgestellt. Ich warte hier. Wunder! Du verfolgst jetzt einen Hund? So hatte ich mir die Hochzeit eigentlich nicht vorgestellt. Ich warte hier. Wunderbar! Oder irgendwas wollte er noch sagen. Wie läuft die Suche? Keine nennenswerten Funde bisher. Doch ich gebe nicht auf. Die Hexerarbeit ist wie für mich gemacht. Wie können die denn noch miteinander reden? Ein Ast ist abgebrochen. Ob da jemand zu schwer für ihn war? Offenbar schluckt unser Feuerschlucker nicht nur Feuer. Vielleicht hat auch nur jemand Feuerholz geholt. Ah, was ist diese Jagd für ein Spaß?
Das ist die Narrenkappe eines Funkenspuckers, wenn ich je eine gesehen habe. Er muss sie auf der Flucht vor Satan verloren haben. Zwei Schlüsse. Unser Magier ist fett und ein Feigling. Das da oben ist er ja wahrscheinlich. Diese Signale. Sogar durchs Wasser können wir ihn verfolgen. Na, müsst du doch gleich da sein. Ach, ist nun wirklich schon ein kleiner Hund, krass. Vermisster Mann, vermisster Hund. Sehe ich recht? Wegen dieses Wettens ist der Jämmerling auf den Baum gestiegen? Sieht so aus. Hey da, komm runter. Oh nein, komm nicht in Frage. Ich liebe mein Leben. Und was jetzt? Sitz. Was für eine Macht. Damit hätten mich diese Bastarde niemals aufgeschlitzt. Lass ihn Kunststücke machen, über den Boden rollen oder sowas. Nein. Ach, kannst du noch langweiliger sein? Dann mache ich es selbst. Dreh dich um. Lass ihn in Ruhe. Wenn ich ihm befehlen würde, seinen eigenen Schwanz zu fressen, würde er es tun? Satan, in die Hundehütte. Warum hast du das getan? Du hast mir den Spaß verdorben. Den kannst du auf der Hochzeit haben. Komm runter, die menschenfressende Bestie ist fort, wie du siehst. Kommt sie auch nicht wieder? Nein. Sicher ist sicher, sag ich immer. Geralt, dieser Narr ist voll wie ein Eimer. Hoffentlich hat er das Horn nicht auch schon leer gesoffen. Ich bin dein Retter, Mann. Du schuldest mir wenigstens einen Schluck. Klar. Prost. Holla, welch köstlicher Met. Nun weiß ich, warum du damit alleine sein wolltest. Ja, der Met ist lecker. Aber ich floh vor einer reißenden Bestie, einem haarigen Monster mit Fangzähnen, einem Teufel. Sein Name hat zu ihm gepasst. Du spielst doch hauptberuflich mit dem Feuer. Wie kannst du dich vor einem winzigen Köter fürchten? Er war ein Monster, ein Satan. Das sagst du. Und zwar als Feigling ohne Eier, mein Lieber. Oh, ich muss doch bitten. Ich bin kein Feigling. Ich bin nur vorsichtig. Was würde aus einem Feuerschlucker, der nicht vorsichtig ist? Er könnte sich den Mund verbrennen. Erraten. Das wäre geklärt. Deine Kappe, Meister. Verloren auf feiger Flucht vor einem Winzling. Oh, meine Lieblingskappe. Die hat mir immer Glück gebracht. Ich trage sie bei jeder Vorstellung. Die Vorstellung kannst du in deinem Zustand vergessen. Was soll das für ein Zustand sein? Sieh dich doch an, Mann. Ein Vagabund, der kaum gerade stehen kann, geschweige denn auftreten. Das ist doch Unfug. Ich bin Feuerschlucker, kein Stelzenläufer. Gerade stehen muss man beim Feuerschlucken nicht. Feuerschlucken, wie geht das? Geh mir, du kannst dich unterwegs ausnüchtern. Das könnte meine einzige Chance sein. Wie funktioniert deine Feuerfresserei? Oh. Man würde mich aus der Gilde werfen, wenn ich das verriete. Außer wenn du mein Lehrling wirst. Dann wüsstest du es in einem halben Jahr. So lange habe ich nicht. Komm, ich sag es auch nicht weiter. Wir haben zusammen getrunken. Wir sind wie Brüder. Du hast alles alleine getrunken. Du bist nicht mein Bruder. So wagst du mit mir zu spielen? Na schön. Wenn du es mir nicht sagst, lasse ich dich als Häppchen für die Wildschweine und Bären und Rehkitze hier. Überleg es dir gut. Was für ein Affront.
Er unterdrückt die Künste. Nun spuck es schon aus. Es gibt da diesen Spezialmix, den ich vor jeder Vorstellung trinke. Danach kann ich Feuer schlucken und spucken und machen, was ich will. Ich verbrenne mich nicht. Das ist alles? Und das soll Kunst sein? Jeder verdammte Trottel kann sich die Kehle mit Schmiere verkleistern. Jetzt reicht es mir aber. Erst lassen Sie Ihre Hunde auf mich los, dann stehlen Sie mir mein Lied, jetzt werde ich beleidigt. Mir reicht's, ich gehe. Ich wollte den verdammten Schwindler nicht beleidigen. Tu was! Hör zu, ich gebe dir mehr Geld und du gehst zur Hochzeit zurück. Spinnst du? Dieser Erpresser hat schon mehr als genug gekriegt. Nimm es oder lass es. Ja, hast mich überzeugt. Ehrloser Wicht. Olgierd hatte recht. Künstler sind alle Huren. Gehen wir. Kommst du oder nicht? Ich komme, ich komme! Dann zurück zur Hochzeit. Vielleicht finde ich dort interessantere Vergnügungen. Immer noch um 10. Und bei mir bleiben. Ich weiche dir nicht von der Seite. Der Wald ist voller Bestien. Oh Gott, kommen jetzt echt noch irgendwelche Gegner? Nee, oder? Renn doch ziemlich schnell. Weiß auf jeden Fall genau, was... Götter, ein Bär. Ein Bär? Das? So wenig wie dein Schniebel in der Zeltstadt. Versteck dich. Na komm, aber da stimmt's euch ja verbluten, sehe ich gerade. Oh. Jetzt ist er eh gleich tot. Hallo. Ich hab ihn sich verstecken geheißen. Sollte man machen, wenn einem ein Hund... Was? Der stirbt, wenn er einmal berührt wird? Oh mein Gott, nee, auf gar keinen Fall. Ich will den auf jeden Fall lebendig zur Hochzeit bringen. What the? Wie kann denn der... Wozu gibt's denn... Hatte der nicht eine eigene Energieleiste? Wozu hat der eine Energieleiste, wenn er von einem Treffer sowieso stirbt? Das Wildschwein hat ihn kaum berührt, oh mein Gott. Und es war vor allem selbst fast tot. Ja, okay. Ich meine, man möge es mir verzeihen, ich kämpfe jetzt hier nicht als Geralt, sondern als dieser, wie heißt er, Flodomir. Und der hat ja auch schon ein bisschen was getrunken und der kennt sich auch nicht so gut aus mit Hexerschwertern. Und der kämpft auch nicht oft gegen Wildschweine. Geralt kämpft ja oft gegen irgendwelche Bestien, was halt der Typ nicht tut. Von daher, klar, dass dann natürlich der Kampf schwieriger ist. Oh, ich hätte ja auf jeden Fall gewonnen. Ruhe bewahren und bei mir bleiben. Ich weiche dir nicht von der Seite. Der Wald ist voller Bestien. Tatsächlich eine eigene Energieleiste. Götter, ein Bär. Ein Bär? Das? So wenig wie dein Schniedel eine Zelt. Versteck dich da. Rette mich! Au! Sag mal, meinst du, dass Bären manchmal wie Wildschweine aussehen? Ich kann nicht gut gucken. Und ich bin Feuerschlucker, kein verdammter Naturkundler. Wahrlich, das bist du nicht, Meister. Ich vergaß zu fragen, wie man dich nennt. David Arkenstein. Hör zu, Meister Gartenklein. Bleib bei mir und dir wird kein Leid geschehen. Ich sorge dafür, dass deine trunkene Feuerspuckvisage sicher bei der Hochzeit landet. Ich will das Wildschwein noch looten. Hallo. Der vermisste Feuerbläser ist wieder da. Und das war mein Werk, wenn ich das anmerken darf. Und Satan? Was ist mit ihm? Ist er nicht zurückgekehrt? Doch, ist er. Er verhält sich nur sehr merkwürdig. Scheint völlig verwirrt zu sein. Und ist steif wie eine Karotte. Vielleicht hat er Nachtschatten oder so etwas verspeist. Eure Aufmerksamkeit bitte. Wer ist Zeuge des spektakulären Auftritts eines furchtlosen Mannes, der Flammen verspeist? Dieses Spektakel müssen wir sehen. Ich habe so etwas zu Lebzeiten nie erlebt.
Hänger mal an, oder? Okay, war jetzt nicht wirklich krass, aber egal. Stufe 37. Ich würde sagen, die Stufe 37 schauen wir uns beim nächsten Mal an. In diesem Sinne, euer Paxis. Tschüss.